Hi, mein Name ist Mario, das ist der Mac Studio, das hier ist ein Mac Mini und das ist der MacBook Pro 16 Zoll. In diesem Video packen wir jedoch den Mac Studio hauptsächlich aus und reden so ein bisschen aber dann dabei über die Unterschiede zu den anderen beiden Produkten, über die Anschlüsse, wo es sich einordnet, über das Optische und so weiter. Also ich würde sagen, los geht's. Also ziehen wir den mal zu uns und wir haben hier auf der Rückseite Apple-typisch so eine kleine Lasche, die man ganz einfach aufziehen kann. Auch die Umverpackung war wieder sehr Apple-typisch verbaut. Was heißt verbaut? Aber das war einfach eine Pappe, die nicht so Amazon-mäßig einfach drum gemacht wurde, sondern genau auf diesem Mac Studio angepasst wurde. Wo ich schon direkt, als das Paket geliefert wurde, dachte, das kann nur von Apple sein. Trotzdem ist sie ein bisschen zu langweilig, um sie jetzt hier zu zeigen. Daher machen wir jetzt mal weiter. Genau, klappen wir das Ganze mal auf. So, haben wir hier vorne erstmal drin, ja, Sticker, Anleitung und all sowas. So, wo bleibt der Sticker? Hier. Ein schöner, großer, schwarzer Sticker. Also hier oben haben wir alles rausgeholt und jetzt kommen wir zu dem, was hier von oben drin liegt. Ah, gar nicht. Jetzt können wir erstmal die Seiten hier ein Stück rausziehen. Guck mal. So. Und können jetzt besser den Mac Studio herausheben. So sieht's aus. Alles klar. Das heißt, von vorne sieht das Ganze jetzt so aus. Hier drin liegt noch ein ummanteltes Stromkabel. Und das war's. Ansonsten haben wir hier nicht mehr drin. Der Rest ist einfach nur Pappe. So, und direkt beim Stromkabel sehen wir auch schon einen Unterschied. Wenn wir uns den Mac Mini jetzt dazu nehmen, dem ich auch einen Unterschied, den ich auch im direkten Vergleich bisher in meinen vorherigen Videos noch gar nicht genannt habe. Aber wenn wir uns das Ganze mal angucken, haben wir hier einen anderen Anschluss als im Mac Mini selber drin. Und das liegt daran, dass das Netzteil im Mac Mini nicht eingebaut ist, sondern quasi nochmal zwischen Steckdose und Mac Mini hängt und hier das Netzteil eingebaut ist. Das heißt, dieses Kabel direkt in die Steckdose geht und hier nicht nochmal ein Adapter oder ein Netzteil halt zwischen ist. So, und dann packen wir den jetzt mal weiter aus. So, sehr, sehr schick. So, wenn wir uns den angucken, muss ich sagen, auf Bildern fand ich den ein kleines bisschen hässlicher tatsächlich, weil er von vorne so leer aussah. Aber dadurch, dass es immer noch ein relativ kleines Produkt ist, ist es gar nicht schlimm, dass der hier vorne so leer ist. Es ist ja kein dicker Tower, der irgendwie so groß ist, wo oben alles leer ist, sondern immer noch ein sehr kompaktes Produkt. So, jetzt zeigen beide Geräte nach vorne und ich kippe sie jetzt mal hoch. Hinten sind jeweils die Anschlüsse. Wenn ich die jetzt mal hier so aufeinander stelle, sieht man auch, die sind sehr identisch. Und ich kann das auch mal hier drauf packen. Der Rahmen ist exakt in denselben Maßen. Gucken wir uns dasselbe auch mit dem Standfuß an. Der Standfuß hier ist ein bisschen was tiefer. Der hat hier noch Lüftungsschlitze, die es hier natürlich nicht gibt. Also hier wurde eine ganz eigene neue Lüftung dazu entwickelt. Aber wenn ich mir das jetzt mal so von oben angucke oder mal hier so drauf lege, sieht der Kreis gleich groß aus. Das bedeutet, dadurch, dass der Kreis hier, auf dem, also der Standfuß quasi, auf dem der Mac Studio steht, gleich groß ist wie der im Mac Mini, werden auch die Zubehörteile vom Mac Mini auch fürs Mac Studio passen. Da gibt es zum Beispiel Hubs, die man unter dem Mac Mini stellen kann, dass man vorne noch ein paar mehr Anschlüsse hat. Auch die würden hier funktionieren. Aber ich glaube auch eh nicht, dass man das mit dem Mac Studio wirklich braucht. Denn wenn man sich jetzt die Anschlüsse anguckt, merkt man auch direkt, der Mac Studio hat da um einiges mehr geboten als der Mac Mini. So haben wir allein auf der Rückseite 4 Thunderbolt 4 Anschlüsse. Und hier haben wir auf der Rückseite 2 Thunderbolt 3 Anschlüsse. Die Geschwindigkeit ist dabei dieselbe, also beide können mit 40 Gigabits übertragen. Da fragt man sich, wo sind die Unterschiede? Die gibt es hauptsächlich dann bei verschiedenen Geräten, die man damit betreibt. Also zum Beispiel höherauflösende Monitore oder Hubs. Da wir jetzt hier nur den M1 Max im Mac Studio drin haben, sind das hier vorne USB 3.1 Gen 2 Anschlüsse. Also nicht so schnell wie Thunderbolt 4, genauer gesagt nur ein Viertel so schnell, aber immer noch vollkommen ausreichend, um damit mal einen Bildschirm zu betreiben oder
um damit Daten von USB-Sticks oder Festplatten zu kopieren. So, kommen wir aber wieder auf die Rückseite und vergleichen die weiter. Wie gesagt, hier 2 Thunderbolt 3, hier 4 Thunderbolt 4. Dann gehen wir weiter. Als nächstes kommt hier der LAN-Anschluss. Der ist hier hinten an der Stelle. Und dieser LAN-Anschluss ist in dem Fall auch unterschiedlich. Hier haben wir direkt 10 Gigabit LAN. Hier hatte ich noch 1 Gigabit LAN. Wer aber sich jetzt neu einen Mac Mini kauft, kann sich auch den 10 Gigabit LAN-Anschluss hier mit zu konfigurieren. Das war am Anfang, als man den Mac Mini kaufen konnte, noch nicht so. Aber das ist jetzt trotzdem, wie gesagt, möglich. Das heißt, hier kriegt man theoretisch dieselben Anschlüsse beim LAN oder dieselben Geschwindigkeiten. Dann hier, wie gesagt, das Netzteil, was hier diesmal drin im Mac Studio verbaut ist und hier noch außerhalb liegt. Und hier dann nochmal zwei USB-R-Anschlüsse, die sich nicht zu diesen USB-Anschlüssen hier unterscheiden. Das sollten beides USB 4 Typ A-Anschlüsse sein. So, dann haben wir hier noch den Kopfhörerausgang. Auch der ist hier diesmal unter den USB-Anschlüssen. Und ansonsten sieht man natürlich, optisch unterschiedlich ist die Rückseite hier schwarz. Die hier ist komplett mit verarbeitet. Ja, ansonsten sehen wir hinten natürlich noch den Kühler. Vorne ist, wie gesagt, alles frei. Aber noch, das haben wir noch gar nicht gesagt, ein SD-Kartenslot, der hier komplett fehlt, aber im MacBook zur Verfügung steht. So. Ansonsten haben wir hier vorne bei Mac Mini eine ganz kleine LED, die ist beim Mac Studio um einiges größer geworden. Und wie gesagt, ist das hier auch der Mac Studio mit dem M1 Max Prozessor. Das heißt, dieser Mac Studio ist leichter als ein Mac Studio mit einem M1 Ultra Prozessor. Trotzdem hat er immer noch einiges an Gewicht. Genau genommen wiegt der hier jetzt 2,7 Kilogramm. Was wie gesagt egal ist, weil es ein Stand-PC ist, den du nicht herumträgst, sondern du fest irgendwo hinstellst. So, was ich noch gar nicht gesagt habe, fällt mir gerade ein, hinten haben wir hier einen HDMI-Anschluss, weiterhin HDMI 2.0, wie auch im MacBook Pro und auch im Mac Mini hier vorne. Ist ein bisschen schade, kein HDMI 2.1, das hätten sich viele gewünscht. Wahrscheinlich will Apple von Anfang an sagen, nutzt nicht den HDMI-Ausgang, damit man von HDMI wegkommt und alle nur noch USB Type-C verwenden. Vielleicht ist das so ein bisschen deren Intention, dass sie im nächsten Gerät dann gar keinen HDMI-Ausgang mehr verbauen müssen. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass Apple hier nicht das Beste vom Besten verbaut hat, weil man schon hier mindestens 2200 Euro für einen solchen Klotz bezahlt. Um den Mac Studio zu betreiben, braucht man noch einen Monitor. Da gibt es zum einen den Monitor von Apple selber, der jedoch etwas mehr kostet als so ein normaler Monitor, dafür mit einigen Features wie diesen super guten Mikrofonen, super guten Lautsprechern und einer super guten Kamera kommt. Aber man kann natürlich auch sagen, man geht was billiger und holt sich zum Beispiel einen Monitor von Huawei oder LG oder was weiß ich. Ja, das war alles, was ich euch sagen konnte. Das hier ist der Mac Studio. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn das jetzt kein besonders aufwendiges war, sondern ein simples Unboxing mit den Informationen, die ich euch dazu geben konnte. Dann werden in Zukunft hier noch weitere Tests kommen und so weiter. Also seid gespannt auf dem Mac Studio, auf die kommenden Videos und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüss!